Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Minecraft Bamboot Server Let's Play. Jo, wir sind hier ja in der Nähe vom Dorf. Da oben ist ja dann bald. Ja, ich bin ein Obdachloser noch. Der Baum, wo wir schön bauen wollen. Ich mache es mir gerne ein bisschen schwieriger. Keine Base machen, nix. Und ja. Ich habe einfach mega Freude, oder? Einfach auch ein bisschen anders Minecraft zu spielen, ein bisschen lockerer Minecraft zu spielen, mehr auf Survival zu verzichten. Jo, einfach ein bisschen mehr Survival, also nicht gerade sehr leicht Survival zu spielen, sondern sehr schwer. Ja, hoffentlich versteht ihr es ein bisschen. Bin halt einfach nicht gerade so zufrieden mit 0815 Bauten. Da ist schon sehr, sehr viel und sehr groß und also sehr, sehr aufwendig schon gebaut habe. Aber der Baum kommt. Wir haben einfach noch nicht genügend Holz. Und ich habe jetzt einfach mal Setzlinge, also Tropensetzlinge mitgenommen, weil wir das Dorf doch ein bisschen mehr Richtung Bambus machen wollen. Ein Bambus haben wir jetzt, glaube ich, nicht dabei. Schade. Wir könnten vielleicht das im Wald holen, aber das muss jetzt noch nicht so schnell sein. Weil es dauert ja auch. Möchte ich lieber noch zwischen den Folgen ein bisschen Zeit haben, um Bambus anzupflanzen. Jo. Genau, also. Da ist ja der Dschungel, der kleine. Und hier ist dann das Dorf irgendwo. Na, ein bisschen vorwärts machen, sonst kommen wir nie an. Das ist schon ein Ozean, das ist ein Dschungel, aber die sind so selten geworden. So schade. Das ist unser Pferd. Endlich kann ich das Pferd anleihen. Yeah. Wir sind das letzte. Also ich bin ja das letzte Mal das Dromedar holen. Ja, das ist unser Pferd. Tu das hier hin. Wenn ich nicht mitten im Dorf das Pferd haben. So. Nein, ich muss es nur anleihen. Wieso geht das nicht? Weil ich es nicht dran gemacht habe. Also wenn man. Wenn man auf dem Pferd hockt, kann man es nicht anleihen. Okay. Im Real Life geht das. Es ist ein bisschen umständlich im Real Life, aber im Real Life geht es. So, wir möchten Tropenholz farmen. Deshalb brauchen wir hier die verschiedenen Bäume. Bambusbäume. Und, also, ja. Nicht verwechseln mit Babuts. Babuts ist etwas anders. Was ihr vielleicht gerne lieber hättet, aber verzichtet am besten drauf, das ist nicht gerade so gesund. Aber Bambus, das ist mit einem M noch dazwischen, das ist das da. Das ist die Droge des Spaßes. So. Ja, irgendwann ist mal das hochgekommen und ich habe es nicht mitbekommen. Das war so ein Wort, also das Bambus, was ein Wort, wo ich überhaupt nicht mitbekommen habe. Ich habe es einfach dann später mal von einem Kollegen gehört und er hat mir das erklärt, obwohl ich nicht gefragt habe nach. Und seitdem weiß ich es auch mittlerweile. Jo, okay, gut. Also ist ja nicht so schlimm, wenn man etwas nicht mitbekommt. Diese Jugendslangs sind sowieso nicht so meins. Und ich möchte gerne einen Dorfbewohner irgendwo anketten. Bin gerne einer, der ein bisschen spielt mit Dorfbewohnern. Eben so ein bisschen Rollenspiel machen mit den Dorfbewohnern ist mir momentan auch ein bisschen lieber, als mich ein bisschen langweilen, nur mit Survival und mit Bauen. Genau hier machen wir ein Haus hin. Ja, ich habe so gedacht, ich möchte nicht so viel Akazienholz in Holz, also eben zwischendurch Gebäude lassen wir. Habe ich jetzt gerade mein Bett irgendwo platziert und habe nicht geschlafen. Daher noch kurz ein bisschen mich umschauen. Aber nicht so mitbekommen. Gut. Oh, alles kaputt. Ja. Also der ist noch repariert, oder? Hat er sich schon kaputt geschlagen? Nö. Er ist 100 von 100. Er ist nicht ganz 100. Nein, er ist eben 100. genau. Also ich möchte gerne. So langsam. Gebäude bauen. Hier im Dorf erstmal.
Eins, zwei, drei, vier. Das ist zu hoch. Damage proof. Komisch aus, ich geh mal weg. So, sieht ein bisschen komisch aus, weil es ein bisschen zu hoch ist vielleicht. Müssen wir ein bisschen anschauen. Ja, dann machen wir doch mal die Querstelle. Und gucken das einfach mal kurz dann von unten an. Hier oben machen wir noch nicht das Dach. Sieht nicht schlecht aus. Also Dschungelhütten sind höher. Ich sag nicht wieso. Wieso sind Dschungelhütten eigentlich eher höher? Tiefer. Jetzt muss ich mir mal anschauen, wie das aussieht. Wir haben ja sonst ja noch Harz und Holz. Und wieso habe ich eine einzelne Fackel? Habe ich die irgendwo abgerissen? Wieso habe ich eine einzelne Fackel im Inventar? Seit wann gibt es andere Fackeln? Keine Ahnung. Also so viel Fenster möchte ich nicht machen. Ich habe irgendwas eingestellt, was irgendwie Wassereffekte macht, aber ich komme nicht so draus. Wegen was? Ist das was? Einfach irgendwelche Bau-Effekte? Oder wie? Also ich denke zur Hauptstraße, hier hat es auch am meisten Türen. Das ist ein Crafting Table, okay. Jetzt ist die Frage, wir benutzen mal die Fackel hier. Wenn die so stört. Und genau, ich brauche ja die Crafting. So. Ja. Also, was brauchen wir alles? Wir haben ja gesagt, dass da drin. Fischer. Und der Fischer mitten im Dorf. Stellt euch das mal vor, der muss so weit laufen, bis er fischen kann. Wir könnten daneben eigentlich so einen Teich machen. Ich mache hier links daneben einen Teich. Jetzt brauche ich einfach noch eine Schaufel. Und eine neue Axt. So. Bisschen Ding habe ich auch gemacht. Honigwaben gesammelt. Ich brauche aber irgendwo noch Platz. Lieb Dorfbewohner, schenkt mir mal ein paar Schalkekisten und so. Okay, Akazienstämme brauche ich jetzt momentan nicht. Ich mache mal rein. Eine Reparaturspitzhacke, Goldspitzhacke habe ich noch gefunden. Genau. Ah, genau, genau. Aber das mit dem Wasser stört mich jetzt gerade ein bisschen. Ich weiß nicht, wo was das liegt. Ah, genau, das ist der andere Mod. Aber ich möchte hier kurz auf diese Geräusche irgendwie ausmachen. Also, wo ist jetzt ist der andere Mod? Da. Falling Leaves und da ist irgendwie Wind aktiviert. Blättergröße. Es ist doch nicht hier. Schneeflock-Spawnrate. Die Schneeflock, nicht die Schneeflocken-Spawnrate. Laubeinstellungen. Wenn man auf Warzenlaub. Ist es ein Nadellaub? Nein, Salenlaub nicht. Da muss ein bisschen öfters. So. Was ist 283? Akazienlaub. Machen ein bisschen weniger. 90. Oh ja, Blüten, das muss die ganze Zeit herumflocken. Und eben noch die Tropen. Tropen haben gar nichts. Ich hab 300. So. Also, dann möchte ich halt nochmals hier schauen. Wo haben wir es nochmals? Liquids. Ich will die Pro Edition. Wie viel kostet die? General.
Wie mehr Physik drin. Live-Temper-Tick. Dann möchte ich gerne bei den Blocks nochmals diese Splash-Sonden einfach wenig. Ist ein bisschen am realistischsten. Sounds. Ja, machen wir einfach niedriger auf die Hälfte. Hören diese Sachen, ne? Oft. Aber das mit dem Wasser finde ich jetzt nicht. Collapse. Nein, ich kann doch nur im Singleplayer. Blocks nochmal. Was denn ist? Nein, ich weiß nicht. Fertig, fertig. So, also dem Fischer geht schon mal gut. Was wollte ich noch machen? Kurz die Bäume schauen. So. Fällt euch was auf? Ist einfach mal ein Garten auf dem. Meine Güte, da oben ist noch ein Teil vom Garten. Ich dachte, das wäre nur ein Weg. Okay, da ist ein Baum gewachsen, da ist ein Baum gewachsen. Die sehen noch ziemlich cool aus, aber. Ich finde, Savanne sieht halt einfach nicht so schön aus. Also ich mach mal 4. Müsste eigentlich hier. Mindestens 3. 1, 3. Und so hoch. Ich muss da wirklich ein bisschen schauen, dass es realistisch aussieht, was die Dorfbewohner hier bauen. Wenn ich jetzt da so blockig baue, so leicht baue, dann habe ich so das Gefühl, nee, die Dorfbewohner wollten gar nicht so bauen, oder? Weil es das Spiel einfach macht, weil es nicht zu viel machen. Und so habe ich das Gefühl, sie machen sich mehr Gedanken. Sie haben das schon länger gemacht. Also nicht gerade so, oh, das Spiel hat es gestern noch gebaut, sondern nee. Spieler hat es schon ewig lange gebaut, damit es realistischer ist, oder? Mehr drauf geschaut wird. So, jetzt brauchen wir noch Türen, sonst kommen die Zombies in der Nacht. Kann ja mal passieren. Hallo. Weg. Und dieser Stau schon. Stau auf der A3 Richtung Zürich. Bitte kehren Sie um, weil Sie kommen ja so und nicht durch. Nein, hier. Aber hier. Sieht cool aus mit Dschungel. Also, ich habe diese Dschungelteile noch nie gehabt. Türen. Die Türen. Ich finde auch die Biene macht das wirklich sehr cool hier. Stimmungsvoll. Ja, und dann wächst überall Gras noch vor der Hütte. So, und hier rein, wo, ja, da haben wir schon reingepackt. Aber das ist eins zu tief. Ja. Kommt ja der Bauer gar nicht rein. So, und dann hat er hier dann auch noch ein, ja, Bett, wir müssen mehr Betten machen. Da ist ein Bett, der Bogner, irgendwo muss ein Bogner sein, der da. Und ein Gerber. Gerber hat irgendwo, was braucht der Gerber? Braucht er einfach dieses Fass? Aber ich dachte, das wäre der Fisch. Fische. Wo ist der Gerber? Was braucht der Gerber? Auch ein Fass? Komisch. Ich fühle das nicht so. Ich fühle es einfach nicht. Ja, das ist auch eben wieder so diese Jugendsprache. Ja, aber ich will, ich habe nichts. Du, der Bauer, ist hier drin, aber du hast hier kein
Okay. Verstehe. Es muss ein bisschen komplizierter sein. Also, machen wir doch mal das Richtige, aber. Genau das Falsche. Muss irgendwie einen färben. Grün habe ich zum Beispiel genug. Kann ich herstellen. So, das Zuckerrohr. Ich möchte gerne hier rein. Ja, wenn halt der Bauer schon wohnt. Hier nochmals einen Bauer machen. Danach genügend Getreide drin. Ah ja, ich wollte ja Betten machen. Also nochmals. Nochmals. Wir haben nur, doch, wir haben drei schwarze. Also wer will das schwarze Bett? Hä? Wer will ein bisschen mehr Bumsen? Die wissen ganz genau, in einem schwarzen Bett lässt sich lieber besser machen. Also er will. Der Fischer hat das schlimmste Bett. So. Ja, sorry, ich habe es noch nicht so schön eingerichtet. Aber das wirst du sicher. Machen wir eben so noch schön. War früher das nicht so, dass ein Bett abgebaut wurde, wenn drunter ein Block abgebaut wurde? Das wurde auch schon seit langem wahrscheinlich geändert. Hä? Oh, da hat es ja noch so einen Holzboden. Habe ich jetzt gerade zu wenig Platz in diesem Schnellauswahl. Du hast halt ein bisschen Erde in der Hütte, lieber auch Bauer. Bauernleben hat ein bisschen mehr mit der Natur verbunden. Möchte das irgendwie lassen. Na, was machst du jetzt? Hast du eigentlich genügend? Ja, wir müssen unbedingt mehr größere Gärten machen, dass wir Sachen verkaufen können. Und nebenbei immer wieder ein bisschen warm gehen. Dann wächst ja gar nicht die Melone. Ich will mal nach oben schauen. Ich will mal nach oben schauen, was da überhaupt so liegt. Das ist mein Garten da oben. Oh. Wenig weit drüben. Hallo. Ist nur zwei? Ich gedacht, es wären vier oder sechs. Nur zwei. Wenn halt der Gartner auf dem Baum ist, kann man auch nicht viel machen. So, sieht noch nicht so aus wie ein Dschungel. Es gibt einen Comment, wo man ein Biom ändern kann. Ich muss den mal raussuchen, dann machen wir das einfach hier. Obwohl es eben eigentlich gar nicht. Doch, wir können ja. Die Owner können ja das machen. Für die Leute, die halt nicht so viele Rechte haben. Also, ich möchte eigentlich die Bäume noch lassen. Auslöschen, wenn es geht. Also hier. Ziemlich auslöschen. In der Hütte auch immer auslöschen. Dann haben wir schon mal das Dorf ein bisschen erweitert, aber es gibt noch keine neuen. Da habt ihr eigentlich so wenig Licht überall. Es fehlen noch ein paar. Ich finde die Hütten noch ein bisschen schlecht. Ich möchte die Hütten noch ein bisschen schöner dann machen. Deko näher haben. So, oben bei dir. Du bist auch ein Bauer. Wir haben so viele Bauern. Jetzt ist aber fertig mit dem Holz. Einfach drum. Das war ein Ding. Müll. Kompost, geh weg. Die da vorne können nerven. Unglaublich. Ich gehe einfach mal dem Spieler in den Weg. Und auch bleibt dort auch. Bis wir uns nicht mehr wiedersehen, weil das Spiel aufgehört hat, wegen Frustration zu spielen. Aber hier müssen wir ein bisschen Erde entfernen. Boden. Ja, da lassen wir es.
Achtung, das Gras brannt von der Hütte weg. Und das Dach mache ich dann, wenn ich wirklich zufrieden bin mit der Hütte. So, hier natürlich auch. Hast du ein bisschen zu viel Dschungel? So. Also haben wir noch einen. Gleich mal einen Garten und drunter. Bist du zufrieden? Die sind immer gerne viel zu zufrieden. Schön, aber ich möchte doch ein bisschen mehr. Weizen eigentlich verkaufen bei einem. Also, der nicht. Du sicher, hä? Willi. Nein! Karotten. Die haben, die pflanzen so viele Weizen an und haben einfach keine. Wieso hat der Fisch eigentlich keinen Fisch zum, der er kauft? Ich will doch keine Fäden ihm geben. Haben wir dann noch einen Bauer? Da drüben haben wir noch ein Feld. Haben wir hier einen Bauer? Jetzt haben wir doch zu wenig Bauern, weil niemand Weizen verkauft, kaufen lässt. Na gut. Kann man halt nichts machen. Du, dir wächst auch nicht. Also jetzt möchte ich trotzdem nochmals ein Baum fällen. Ich möchte nur mal sehen, wie es jetzt aussieht. Und zuerst schauen wir auch die Partikel an. So. Habe eigentlich gar noch nie gefischt. Möchte aber zuerst eine gute Angel haben. Da ist die übrigens auch kaputt. Also wir haben keine Karotten und so, die müssen wir zu Hause holen. Hier sieht man es nicht so, dass ja, man sieht es. Fast ein bisschen. Das Laub ist fast ein bisschen zu groß. Aber die Anzahl, die geht eigentlich in Ordnung. Bei dem ist ja weniger, den haben wir noch nicht so eingestellt. Und denke, den Regen lassen wir. In fast den könnte man nochmals pflanzen. Ein bisschen zu groß, habe ich so das Gefühl. Ich möchte mal sehen, wie einfach das Laub jetzt kaputt geht. Das ist einen zu groß. Nein, ich wusste das nicht, aber. Jo, und die Splitter eigentlich ziemlich cool. Ja, zerspringen. Könnte noch besser gehen. Den habt bitte in die Kommentare. Wenn man da auch ein bisschen besser kennt. Mal in die Kommentare schreiben. Sowieso öfters wieder Kommentare schreiben. In letzter Zeit ist es doch ein bisschen still geworden. Die Aufrufe gingen nach oben, aber die Kommentare gingen irgendwie nach unten. Dürft ihr gerne mehr schreiben, wenn ihr wollt. Alles freiwillig bei mir. Dürft auch selber wählen und wünschen und alles Mögliche. Ich mache, glaube ich, auch noch ein paar mehr Umfragen auf dem Kanal. Also unbedingt auch dort mal reinschauen. Und wenn ihr Abonnenten seid, habt ihr doch das auch immer direkt dort. Jetzt habe ich einfach keinen Setzlinge mehr. Haus noch bauen. Dann müssen wir aber schauen, wann die Deutschen. Jo, und es verbessert sich natürlich alles bei mir. Auch das Geld habe. Habe ich eben für den Bildschirm. Ich spare noch ein bisschen für den Bildschirm. Ich gehe eben Gärtnern, verdiene dann auch viel. Und genau, ich muss
werde das alles 100% ins Livestream setzen, was ich da nebenbei verdiene. Wenn ihr spendet, sowieso 100%, und wir auf sicher, nochmal sicher gehen, auch eben sehr wenig Geld. Ich bin einer der genügsamsten Menschen von der Erde. Wirklich so. Wenn ich etwas brauche, dann kaufe ich es mir, aber ich mache mir wirklich viele Gedanken, und was ich nicht brauche, kaufe ich mir. Es gibt ja viele Menschen, die irgendwie kaufsüchtig sind. Bei uns in der Wege hat es zum Beispiel eine. Und dann bin ich immer so ein bisschen vorbildlich, oder? So, also, dann brauchen wir auch mal Glas noch für Fenster. Und ja, es geht vorwärts mit dem Dorf. Ich hätte jetzt gedacht, das Dorf wäre das Langweilige und Langsame. Aber eher nicht. Jetzt machen wir einfach noch ein bisschen Kohle. Da lebe ich, nicht der Jäger. Bogner. Nein, nicht. Na, geh erst hier. Hä? Das ist aber ein Bogner-Tisch. Hm. Haben die wirklich zwei? Also pro fast zwei Berufe? Oder ist hier hinten? Ja. Ja, auch nicht. Ein Komposter. Wie steht's? Wieso haben die hier so einen schöne Couch? Geht man gar nicht. Couch gehört raus. Also was. Ach, doch mal nochmals ein Komposter. Also, was machen wir? Wir machen jetzt zum Abschluss. Ich muss mal kurz schauen. 27. Also, ich muss mal kurz auch hier hingeben schauen. Was bräuchten wir? Ein Lesepult noch? Ach komm, diese gelbe Hütte ist die Kirche. Und ich möchte gern einen Schleifstein und Schmelzofen. Der Schmelzofen möchte ich doch gerne ein bisschen außerhalb vom Dorf. Ja, nicht so unbedingt. Zum Beispiel in dieses Haus hier. Ah ja, die Ding wollte ich noch machen. Genau, ihr braucht hier keinen Tisch. Nur eine Sitzbank und Schmelzofen. So, dann kann der nächste hier hinkommen. Und hier ist noch nichts. Dann mache ich nebendran einfach. Weiß nicht. Schmelzofen ist der Armor, also Rüstungsschmied. Hm. Meine Güte, wenn ich mich einfach mehr informieren würde über die Games. Manchmal echt nicht gerade so der informierteste Mensch. Also wenn ich die Spiele viel spiele. Ich kann mir einfach manche Sachen auch nicht so leicht merken, weil ich zu viel mehr einfach merke. Kopf behalten. Denke ich mal. Ich spiele ja das Spiel, nur ich tue es nicht ausquetschen und auswendig lernen. So, dann brauchen wir doch nochmals. Ein Schmiedetisch könnten wir noch mal. Doch nochmals ein Fass. So. Also, da gehört es. Hier der Schmied. Nein, nicht. Was habt ihr eigentlich immer für Probleme, liebe Dorfbewohner? Jetzt stelle ich doch nicht so ein. So. Also. Was habt ihr für Probleme? Du bist der Gerber, du bist. Ah, hier wächst ja das Gras. Ah. Okay, die Leute wurden hier zum Gerber. Ich habe ja das halt dort drüben gesucht, dabei bin ich auf der falschen Seite. Ja, weil man es eben nicht weiß. Also gut, ich brauche das Pferd jetzt. Wir gehen. Ich gehe zurück. Ihr müsst jetzt nicht unbedingt zurückgehen. Genau, die Bank wollte ich ja nochmals platzieren. So. Müssen wir noch ein bisschen dekorieren oder so. Sieht nicht so aus wie eine Bank. Hm. So. Hier so eine Dekoration. Hier die Bank. Hier drauf können wir auch noch eine Dekoration machen, eine Blumenvase. Das mit Bambus drin, ja, das sieht nämlich sehr schön aus. Also gut, dann haben wir noch Schaf, ja,
Wir haben schon Schafe, aber ich möchte jetzt eigentlich. Ich habe ja zu Hause Schafe, ich jetzt die. Wo ist mein. Meine Leine? Gut, also dann. Ich mache mich auf den Weg. Ihr ja, müsst leider noch kurz warten bis zur nächsten Folge. Dann habe ich mir schon mal die Sachen fürs Dorf bereitgelegt. Und ja, ich habe ja das, die Dschungelhölzer, ja, also die Dschungelbäume ja gefällt dort oben. Wir können also in der nächsten Folge auch schon Baum bauen. Also wir planen einfach mal vor. Wir machen es immer ein Block dick und machen es dann einfach viel dicker. Wir haben, glaube ich, noch ein schwarzes Schaf. Hier war ein schwarzes Schaf. Und wollte noch scheren. Eigentlich das Pferd scheren. Da ist das schwarze Schaf. Oh, schwarzes Schaf. Kommst aus der Reihe. Gut, wunderbar. Also dann, ich gehe schon mal hoch in die Richtung. So, da oben haben wir unsere Base. Baumbad. So. Ah ja, ich wollte euch noch die Schlucht zeigen hier. Da könnten wir etwas besonders Schönes, so eine Hängebrücke machen oder so. Oh, geht richtig weit runter. Gott, ja. Bitte Pferd nicht runterfahren. Schaut euch das mal an. Wow. Oh, ich bin doch ein bisschen zu weit. Es ist recht cool. Das ist ein Ding runtergefallen. Ein Hasi. Müssen wir kurz aufsammeln, die Sachen. Oh Gott. Oh Gott, geht's hier steil. Eieiei. Hasi. Tut mir leid, aber die Schluchten sind ein bisschen böse. Ist es weg? Ist es despawned? Ist eingesagt? Hier ungefähr war der Hase. Ah, da oben. Also. Nein! Ich glaube, die Items sind despawned. Ah, okay, es war nur ein rohes Kaninchen unter Körper. Nein, Hasi! Aus der Hasi! Bitte! Wachen Sie wieder auf! Hm. Okay. Schade. Oh Gott! Ich war zweimal rein. So, also tschüss, Leute. Dankeschön fürs Zusehen. Also, in der nächsten Folge geht's weiter. Tschüss! Melia. Melia. Tschüss, Trommelda. Tschüss, liebe Leute. Ja, gut. Tschüss.